Ob Fragen rund um Energiesparthemen, Energieausweis oder sämtliche Produkte der Salzburg AG. Ab sofort können sich Interessierte jeden letzten Donnerstag im Monat an den Infopoints Golling, St. Johann und Bruck individuell beraten lassen. Für uns als Salzburg ist es sehr wichtig, einen guten Kundenkontakt zu pflegen und den Kundinnen und Kunden viele Möglichkeiten zu bieten, um hier mit der Salzburg AG auch in Kontakt treten zu können. Und so sind wir neben einzelnen Messen, neben unserem Kundenservice Center, neben dem telefonischen oder den Kontakt per E-Mail, hier auch am Infodonnerstag jeden Monat, der letzte Donnerstag, vertreten und können die Kundinnen und Kunden im Bereich der Energieeinsparung, aber auch der Produkte der Salzburg AG sehr gut beraten. Jeder Beratungsweg hat so seine Qualität. Das Face-to-Face ist besonders, wir können spezifisch auf das eingehen, was der Kunde braucht. Wir erkennen, wo wirklich sein Problem in der Energierichtung ist. Manchmal hat der Kunde die Meinung, er braucht unbedingt eine Photovoltaik und übersieht, hoppla, die Hülle meines Hauses, die Heizung ist schlecht. Also Face-to-Face hat einfach die Chance, spezifisch individuell auf den Kunden einzugehen und ihm bewusst zu machen, dass er vielleicht ein größeres Problem an einer Stelle hat, wo er es gar nicht erwartet hat. Von 8 bis 12 Uhr bekommt man hier von den Experten vor Ort Auskünfte und Tipps rund um individuelle Lösungsmöglichkeiten, die das Leben grüner machen. Die Salzburg AG bietet eine breite Produktpalette an, so dass es mittlerweile auch sehr sinnvoll ist, diese einzelnen Produkte miteinander zu bündeln. Da kann man zum Beispiel das ausgezeichnete Internet für ein vernetztes Leben sehr gut mit dem IPTV bündeln, aber natürlich auch im Energiebereich bei der Energieaufbringung über Solardach, über PV kann man das sehr gut kombinieren mit einer Wärmepumpe. Das heißt, man erzeugt die Energie, den Strom selbst, den man dann in Wärme umsetzt oder auch in Kombination mit einer Ladelösung, sodass man sein Elektroauto zu Hause gut laden kann. Ein Kunde, der den Wunsch hat, eine Photovoltaikanlage zu haben, sollte sich mal bewusst machen, zuerst das Haus, das ist immer unser Ansatz, dort was verbessern und wenn es dann die Photovoltaikanlage ist. Die kostbarsten KWH sind jene, die man selbst im Haus verbraucht. Sprich, den man vom Dach gewinnt und dann im Haus nutzt. Und alles, was darüber hinausgeht, ist ein Beitrag zur Energiewende, sollte aber nicht die Motivation sein, wie groß man die Anlage macht. Weitere Informationen und alle Termine finden Sie unter www.salzburg-ag.at.